Moin moin und heidi ho, hier ist wieder eure Mathilde. Wir sind geflohen, wir sind auch durch die Straßensperre durch und wir sind jetzt hier in der Kirche. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich das so ungerne aufbrechen möchte. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen an. Abgeschlossen. Schauen wir uns hier nochmal um. Okay. Das werden wir alle noch nutzen. Ist ja jemand. Was haben wir denn? Hotzenplotz Cousin? Jesus Zombie Massaker? Huh? Ich will das noch sehen. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna. Die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja. Ich hab das gehört, aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Genau. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. So. Machen wir erstmal das, was wir nicht dürfen. Wir fassen hier alles Mögliche an. Ich habe keine Zeit auszuruhen. Keine Zeit, Musik zu hören. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Gott sucks in. Okay. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Mit dem Fachchinesisch kann niemand was anfangen. Der kriegt hier keinen Strom. Ich müsste den irgendwo anders aufstellen. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist ja auch besser. So, gucken wir aber mal, wo der Pfarrer ist. Muss er ja irgendwo sein. Oh. Was? Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft.
kann nicht hierbleiben. Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Ja. Da ist nichts mehr zu retten. Das wollte ich nicht. Gut, ja, also, sagen wir es mal so, der Schlüsselmeister hätte wirklich eingesperrt bleiben sollen. Da-dum. Gehen wir mal runter, ein bisschen Musik machen. Achso. Da kann ich selber erstmal noch nichts machen. Okay, aber wir haben erstmal den Gitarrenverstärker angemacht. Das ist ja schon mal schön. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Er hat recht. Die Saiten schwingen in Harmonie mit der Orgel. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Nein, ich brauche die Kopfhörer. Na gut, ich nehme ihn wieder mit. Aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Ah, sehr gut. Allzu weit reicht das Kabel allerdings nicht. Ah. Schon besser. Irgendwie muss man den Typ dazu kriegen, dass er das aufsetzt. Wir brauchen die Rückkopplung auf jeden Fall irgendwie. Vielleicht sollten wir noch mal uns die Zeitschrift anschauen. Oh, oh! Hey, das rockt! Okay, hat auch so geklappt. Aufhören!
Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Mal kurz zum Schlüsselmeister hoch. Ah, er hat's aufgesetzt. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Schauen uns doch nochmal das an, weil es war irgendwie, dass man das irgendwie umsetzen musste. Das ist eine Fachzeitschrift. Das interessiert mich nicht, die Bohnen. Mit dem Fach hin. Heftig, heftig, heftig. Sieh nur, Harvey, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ein Mach-3-Zeitschrift für Exorzisten? Nein, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ach so, dachte ich's mir doch. Aber wie bekommen wir dann die Exorzisten zurück ins Mittelalter? Aha, das ist genau das, was ich gesucht habe. So, wir müssen nämlich, meine ich, diese Tonleiter irgendwie nacheinander spielen, dass das hier ist. So, ich habe mir das auch schon mal abgeschrieben. Also wir müssen mit dem E anfangen. Dann kommt das Gis. Ist das ein Gis? Nee. Sieht aus wie ein Gis, aber das soll das G sein. Nee, das ist ein A. Okay. Genau, das ist ein E. Also so ein bisschen kann ich ja Tonleiter lesen. Das ist ein A, das ist ein D, das ist ein H, das ist ein G. So, das müssen wir hier auch entsprechend stellen. Also uns interessiert diese Umsetzung. So, und der Schlüsselmeister will das ja nicht hören. Er hört jetzt das Gedudel. Das heißt, wir müssen die Kopfhörer wieder ausstecken, damit er unser Gedudel auch hört. Puh. So. Das ist kein Walkman. Dank des Kopfhörers kann man... Ja, ich will aber den Kopfhörer entfernen eigentlich. Da ist ein Stück. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Wir versuchen es erstmal so in der Reihenfolge, wie es ist. Also, wir brauchen zuerst ein E. Dann brauchen wir ein A. Das D das H und das Das war's wohl nicht. Probieren wir es mal mit der Glocke hier.
Oh, es ist gemein. Was war das für ein Schrei? Oh, das ist aber echt fies. Oh, der Schlüsselmeister ist weg. Oh nein. Ups. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Ja. Das schauen wir uns nächstes Mal an. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte schon tatsächlich sein, dass die nächste Folge die letzte Folge ist, weil wir sind hier jetzt immerhin schon bei Edna zu Hause angekommen. Ich weiß nicht mehr, wie lange das da drin war. Es kann aber nicht mehr so wahnsinnig lange gewesen sein. Deswegen denke ich, werde ich das dann in einer Folge machen. Genau. Ja, vielleicht mache ich dann noch zwei extra Folgen fürs Ende. Mal schauen. Ich werde es euch auf jeden Fall nächstes Mal sagen, wie ich vorgehen werde. Ja. Bis dahin. Ihr habt immer noch Vermutungen. Wir wissen jetzt, Mattes hat das Kind nicht umgebracht. Ich gehe fast davon. Also, was glaubt ihr, welches Kind ist das? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und was glaubt ihr, was ist mit dem Kind wirklich passiert? Das würde mich wirklich interessieren. Jetzt wird es nämlich langsam Zeit, da letzte Vermutungen zu äußern, weil wir marschieren gerade ganz, ganz schnell aufs Ende zu. Also, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.